Auf kurvigen Landstraßen ist der OPC in seinem Element. Lastwechselreaktionen in zu forsch angefahrenen Kurven halten sich in Grenzen. ESP sei Dank. Insgesamt ist das Fahrwerk des Fronttrieblers zwar hart abgestimmt, bietet aber auch auf längeren Strecken noch akzeptablen Komfort. Große Lufteinlässe in der Frontpartie geben dem OPC einen deutlich aggressiveren Look. Die Unterschiede der OPC-Baureihe zu ihren zahmeren Brüdern werden so schon auf den ersten Blick deutlich. Auffällig am Heck, dunkel getönte Rückleuchten und die kantige Schürze. Serienmäßig gibt's Caravan-typisch auch noch eins aufs Dach. Die Reling offeriert zusätzliche Transportmöglichkeiten. 17 Zoll Alu-Räder und lackierte Seitenschweller verstärken die sportliche Optik. Insgesamt bietet der Caravan ein harmonisches, wenn auch nicht besonders innovatives Gesamtbild. Understatement aus Rüsselsheim. Der Kaufpreis des Caravans liegt im mittleren Preissegment seiner Klasse. Gut 27.000 Euro müssen Interessenten für ihn auf den Tisch blättern. Immerhin knapp 7.000 Euro mehr als für den Astra Sport. Dafür erhält der Käufer aber auch einen tiefer gelegten Kombi mit Sportfahrwerk, stärkerer Motorisierung und einer umfangreicheren Serienausstattung. Die Außenspiegel sind passend in Wagenfarbe lackiert. Im Innenraum sorgen Recaro Sportsitze für guten Halt. Auch im Fond gibt's ausreichend Beinfreiheit für die Passagiere. Das Raumangebot insgesamt ist beim OPC unverändert. Die Ladefläche lässt sich von 480 auf 1500 Liter vergrößern. Das Cockpit ist klar und nüchtern gestaltet, aber ohne besonderen Pfiff. Klimaanlage und CD-Radio sind serienmäßig. Der Astra Caravan OPC ist sicher für alle Fahrer, die in Bestzeit die Einkäufe für ihre Großfamilie erledigen wollen, eine echte Alternative.